Servus und hallo, liebe Freunde von Eurovision Austria. Bei mir steht Matthias Petermann von ESC Radio. Matthias, grüß dich, hi. Hi. Wie war es für dich heute und gestern, die Proben vom zweiten Halbfinale? Was hat dir besonders gut gefallen? Was hat dich überrascht und was ging gar nicht? Ich muss vorweg schicken, dass ich nicht alles gesehen habe, weil ich hier mit, oder wir, ESC Radio mit Interviews natürlich beschäftigt sind und leider dann Pre-Cars und die Kabinen dann vieles verpassen. Ich habe gesehen Rumänien, was mir gut gefällt, weil ich finde die beiden, dass die live gut rüberkommen. Also das fand ich vorher aber auch schon und weil das einfach guter Live-Act ist von der Ausstrahlung her. Und mir hat, muss ich gestehen, Irland eigentlich auch ganz gut gefallen, weil das eigentlich so relativ schlecht wegkommt. Da bin ich mal gespannt, wie man das nachher auf dem Bildschirm sehen wird. Also bei Irland, das ist sowas, wo ich ein bisschen gespannt bin, wie das am Ende auf dem Bildschirm rüberkommt und ob er das dann stimmlich packt. Das ist ja eine große Frage, weil das an sich so ein typischer Bühnensong ist, finde ich, den man auf der Bühne auch sehr gut inszenieren kann. Und wenn der das stimmlich schafft an dem Abend, dann ist das durchaus, also ist nicht für ganz vorne, aber zumindest für mich ein bisschen Überraschung, weil ich den Song, naja, ist eigentlich nicht so richtig 2017. Klingt ein bisschen wie vor 10 mindestens oder 15 Jahren. Ansonsten, was war heute noch? Ja, Estland hat mir gut gefallen. Was ich aber, das habe ich eben schon bei anderen gesagt, das liegt ein bisschen daran, dass ich die beiden getroffen habe und die sehr, sehr sympathisch sind. Weil ich eigentlich fand vorher, dass sie bei der Performance nicht so richtig gut rüberkommen. So ein bisschen statisch und auch sehr ernst. Und dass ich irgendwie fand, dass nicht so richtig zum Song passt. Aber die beiden sind super sympathisch und ja, ich hoffe, dass es am Ende dann so auf dem Bildschirm rüberkommt. Ja. Wer geht gar nicht? Wer geht gar nicht? Ja, so richtig, dass irgendwas gar nicht geht, kann ich nicht sagen. Vor allem habe ich einen gesehen, wo ich fürchte, dass es gar nicht geht. Das habe ich aber eben nicht gesehen, ist Litauen. Weil ich den Song sehr, ich habe sie noch nicht interviewt, das kommt aber noch. Und das werde ich Ihnen auch sagen, dass ich den Song sehr kühn finde, was ich nicht unbedingt negativ meine. Aber das Problem ist halt, dass es ein Song ist, den man, wenn man sowas überhaupt mag, dann muss man den, glaube ich, mehrfach hören. Und das ist eben beim ESC natürlich schwierig. Und ich finde, wenn man den einmal hört, dann ist das ein einziges Chaos. Den muss man, um die Struktur des Songs so ein bisschen zu, naja, verstehen sozusagen, muss man ihn ein paar Mal hören. Von daher, da bin ich mal gespannt, wie das abschneidet. Ja, sonst so gar nicht. Nee, Stichwort Struktur, Running on Air, Nathan Trent. Wie gefällt dir der Song und wie hat dir die Performance gefallen? Ja, gutes Stichwort. Schön, dass du mich danach fragst, weil ich den nämlich eigentlich eben vergessen habe. Aber ich müsste jetzt wirklich eine Liste haben. Ja, weil es einfach zu viel ist. Man wird ja hier zugebrettert mit den Performances und Proben. Und das ist halt schon eine ganze Menge und man denkt dann auch nicht irgendwie an jeden. Aber ja, Österreich war eben eine der positiven Überraschungen hier auf jeden Fall im zweiten Semi. Weil das ein Song ist, den ich, der gefällt mir sehr gut, das ist eine Art von Musik, die ich sehr mag, aber ist auch ein schöner Radiosong, aber für den ESC so ein bisschen schwierig. Und ich habe mich im Vorfeld eben auch gefragt, ja, was werden die da wohl auf der Bühne machen, weil ich das schwierig finde, habe ich dem Nathan auch gesagt im Interview. Und ich finde, das haben sie wunderbar gelöst. Also es sieht sehr schön aus. Und es ist eben vor allem auch, es hat Elemente, die visuell, die im Kopf bleiben, was beim ESC sehr wichtig ist. Dieses mit dem Mond, das finde ich, ist eine clevere Idee. Es ist nicht too much. Es passt. Und es kam auch vor allem hier gut an, in der, so ich es mitbekommen habe. Von daher, Daumen hoch für Austria. Wir warten ja jetzt noch gespannt auf die Performances von den Big Five und der Ukraine. Was erwartest du dir zum Beispiel von dem deutschen Beitrag oder auch von Italien zum Beispiel? Ja, vom deutschen Beitrag, da bin ich auch ein bisschen gespannt, was die da auf der Bühne machen werden, weil das ist ein bisschen ein ähnlicher Fall eigentlich wie mit Österreich. Ich finde, dass der Song, das ist so nett anzuhören, aber ich stelle es mir schwierig vor, da was auf der Bühne zu machen, was im Kopf bleibt. Also wo nach 25 Songs die Leute sich irgendwie noch an Germany erinnern und Perfect Life. Und da bin ich immer gespannt, was die da visuell auf die Bühne bringen werden. Und der andere Song, was fragtest du? Der Top-Favorit, Italien, so, Francesco Gabbani. Naja, Italien. Ja, gut, was soll man da sagen? Das ist halt irgendwie, ich denke, dass diese Nummer mit dem Affen, das ist halt schon relativ clever. Und wenn die Moderatoren das irgendwie rüberbringen bei den Leuten, dass es kein Comedy-Act ist, das ist vielleicht der einzige fragliche Aspekt bei dem Song, dass Leute das für ein Comedy-Act halten könnten, was es ja nicht ist. Dann weiß nicht, denke ich, muss man aber auch sehen, ob er da irgendwas verändert hat, ob er irgendwas anders macht als denn, obwohl ich das nicht glaube. Ja.
Da habe ich noch so eine Kleinigkeit, ich weiß nicht, ob das nur für mich wichtig ist oder für andere Leute, ist sein Dress, weil ich ihn am besten fand, mit dem orangefarbenen Shirt und Jeans. Und er hat das im Finale dann ja mit dem Anzug performt und da weiß ich ja nicht, was er hier machen wird. Ich finde es schöner, wenn es legerer ist und nicht im Anzug. Welche drei Songs würdest du im Radio spielen und sagen, das gehört ab auf die A-List, das gehört die nächsten Wochen auf allen Radiostationen und insbesondere natürlich auf ESC Radio gespielt? Naja, das sind zwei Paar Schuhe, ne? Also, weil ESC Radio ist eben schon ein spezieller Fall und das sind eben nun mal sehr viele ESC-Fans, die das hören. Das sind auch andere Leute, die mal reinschalten, aber eben überwiegend ESC-Fans. Und die haben schon einen anderen Geschmack als die normalen Leute, sag ich mal, als Charts-Musik. Von daher ist das schwierig. Also, der bulgarische Song, Christian Kostov, ist, finde ich, schon ein Song, den ich halt für charttauglich halte. Dann den spanischen, auch wenn ich mir jetzt viele Feinde mache, halte ich für charttauglich und auch radiotauglich. Ich weiß, das ist eben zum Beispiel ein gutes Beispiel für Fans. Das wusste ich von Anfang an, dass die Fans den Song nicht mögen werden. Aber ich glaube, dass der beim allgemeinen Publikum durchaus Chancen hat. Und dann finde ich Australien sehr gut, was auch irgendwie, finde ich, nicht so oft erwähnt wird. Den finde ich persönlich eine super Stimme, finde ich. Und ist auch ein Song, den ich, finde ich, für charttauglich halte. Ich müsste jetzt die Liste sehen. Ich habe bestimmt was vergessen. Ja, natürlich. Man kann die 43 Songs auf CD hören und 100 Mal auch aus dem Internet runterladen und häufiger, wenn man es möchte. Matthias, vielen Dank für diese Einblicke aus deiner Sicht. Und ja, wir wünschen dir auf jeden Fall auch noch viele weitere spannende Interviews mit Künstlern und auch noch natürlich viel Spaß. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.